Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Faktenguide, den ich jetzt mal machen möchte. Bei diesem ganzen Pokémon Go Hype, da gibt es ja auch schon viele Gerüchte, die so kursieren und umherkreisen. Und ziemlich viel davon ist ganz schön großer Schwachsinn. Und ich wollte jetzt hier einfach mal die Sachen erklären, mit die ich tatsächlich selbst getestet habe, sofern es mir möglich war, hier in meinem kleinen Kaff. Und die Sachen, die überhaupt nicht stimmen, beziehungsweise wo einige denken, es stimmt, aber es ist kompletter Schwachsinn. So, kommen wir erstmal zu dem Wichtigsten, und zwar zum Pokémon-Fangen. Ja, man kann natürlich einfach umhergehen und einfach jedes Pokémon schnappen, was einem gerade vor die Flinte läuft. Das ist aber nicht besonders effektiv, beziehungsweise irgendwann habt ihr alle und ihr wollt ja auch mal irgendwann neue finden, die auch kommen, die aufploppen. Aber wie kriege ich jetzt diese Pokémon, die da, die Silhouetten, ne, die man aus Pokémon, den Klassikern, Rot, Gelb und Blau dann kennt. Ja, viele von euch werden sie vielleicht erkennen, ja, und dann wisst ihr, oh, ich will dieses Pokémon unbedingt haben, weil ich genau weiß, es ist das und das und dann, aber wie kriege ich das, wenn das drei Pfoten hat? Ja? Was heißt, es ist nicht in meiner Nähe, wie komme ich daran? Okay, also, erstmal gab es dieses Gerücht mit diesen Farben, unten rechts dieses Pulsieren, dass das irgendwie Rot, Gelb und Grün pulsiert und so ein Quatsch. Das ist, könnt ihr komplett vergessen. Der grüne Puls unten zeigt euch nur an, dass sich irgendwas in dieser Liste verändert hat. Also in dieser Pokémon in eurer Nähe Liste. Das bedeutet halt zum Beispiel, ein Pokémon aus dieser Liste hat eine Pfote weniger gekriegt oder es ist ein neues dazugekommen oder sowas. Irgendwas hat sich in dieser Liste geändert oder eins ist weg oder so. Ja? Und dann pulsiert das Ding. Es hat aber nichts mit der Nähe zu dem Pokémon zu tun, was ihr sucht. Wie ihr das Pokémon wirklich findet, die einzige Möglichkeit, die Nähe zu dem Pokémon tatsächlich rauszukriegen, ist, ihr öffnet das Ding und guckt, auf welcher Position es steht in dieser Liste. Nämlich, wenn es unten rechts ist, ist es sehr weit weg und wenn es oben links ist, ist es am nächsten dran. Weil drei Pfoten sind drei Pfoten und höher geht ja nicht, aber ihr wollt ja das noch ein bisschen abstufen. So, wie wisst ihr jetzt, dass ihr dann näher kommt? Ich habe euch hier mal ein Bild aufgefummelt. Ist nicht von mir, das hat, muss ich gleich mal gucken, irgendwer so gepostet und meiner Meinung nach stimmt das auch, das hat bei mir zumindest funktioniert. Die einzige Möglichkeit, wie ihr dadurch feststellen könnt, ob ihr dem Pokémon näher kommt, ist, ne, dass es nach oben links wandert. Sprich, es wandert in der ersten Reihe nach links, dann wandert es in die zweite nach rechts, dann wieder in der zweiten Reihe nach links und dann in der höchsten Reihe, der oberen Reihe nach rechts und dann in der oberen Reihe ganz nach links. Und wenn es ganz nach links ist, dann könnt ihr anfangen, es direkt zu tracken. Beziehungsweise dann wisst, also ihr wisst dann, wenn ihr diese Progression von unten rechts nach oben links schafft, dass ihr näher kommt. Ja? Ja, mehr nicht. Nur, dass ihr näher kommt. So, aber das ist ja schon mal gut. Das heißt, ihr wisst, okay, ich gehe in die richtige Richtung. Das heißt, durch diesen, erst war es unten rechts und dann geht ihr, was weiß ich, eine Straße weiter oder so und dann ist es auf einmal oben rechts zum Beispiel, dann wisst ihr, okay, ich bin jetzt näher gekommen. Ja, wenn, sofern die anderen Pokémon dann in die zweite Reihe gerutscht sind, wisst ihr, okay, ich bin jetzt näher gekommen diesem Pokémon. Aber mehr wisst ihr dadurch nicht. So, jetzt die Triangulation der Pfoten. Klingt total kompliziert, ist es aber nicht, ne? Stellt euch einen Kreis vor, ja, ich versuche das hier auch mal aufzumalen. Und in der Mitte des Kreises ist dieser Pokémon. Ist dieses Pokémon, was ihr haben wollt. So, dann ihr betretet diesen Kreis und auf einmal seht ihr auf eurem Display nur zwei Pfoten. So, jetzt geht ihr die Straße weiter, die Straße ist aber am Rand des Kreises und dann werden es auf einmal wieder drei Pfoten. Dann seht ihr so, scheiße, was mache ich jetzt? Das ist ganz einfach, ne? Triangulation bedeutet einfach Dreiecksdings und ihr geht dann einfach zurück auf die Hälfte des Weges, wo ihr das erste Mal zwei Pfoten bekommen habt und geht dann um 90 Grad, wenn ihr noch, also in dem Fall hier auf dem Bild zum Beispiel, nach oben oder nach unten, nach Norden oder nach Süden in dem Fall hier. Ja, und dadurch, dann entweder werden es wieder drei Pfoten und ihr wisst, ihr lauft komplett falsch, oder ihr lauft direkt drauf zu. Das, in beiden Fällen wisst ihr, wo das Pokémon ist, weil wenn ihr weiter weggeht und es werden wieder drei Pfoten, lauft ihr einfach, dreht ihr einfach um 180 Grad um und dann wisst ihr, jetzt laufe ich direkt drauf zu. Oder ihr lauft direkt drauf zu. Diese zwei Optionen gibt es nur und so kann man das dann über diese Pfoten triangulieren, nennt man das. Tolles Wort, aber ist eigentlich nicht besonders schwierig. Und nur diese Möglichkeiten habt ihr, ein Pokémon zu finden. Und so war es mir auch möglich, ein Pokémon zu fangen, was ich unbedingt haben wollte.
Ja? Allerdings verschwinden diese Pokémon nach einer relativ kurzen Zeitspanne. Im Moment sagt man so 20 Minuten, ja. Manche sagen 30, aber das ist wohl ein bisschen lang bemessen. Also, oder es ist unterschiedlich, je nach Pokémon. Also, muss man sich also beeilen, Fahrrad nehmen, oder die Sportlichen können natürlich auch einfach schneller gehen oder laufen. Geht natürlich auch. Ja, das zum Pokémon Fang. Ich hoffe, dass euch das hilft. Das zweite, was viele nicht genau wissen oder womit sie Probleme haben, ist, dass Pokémon, also wenn ihr dann im Pokémon-Kampf seid, beziehungsweise im Fangmodus, im AR-Modus, was auch immer, den Pokéball zu werfen. Mit Pokébällen lässt sich unglaublich viel machen, was man gar nicht weiß am Anfang. Zum Beispiel kann man sie durch einen, mit dem Finger, wenn man drauf rumspinnt, in einen gewissen Drall geben und dann einen Curveball werfen. Was auch die EP erhöht und die Chance, sie zu fangen, glaube ich. Und es gibt diesen lustigen Fangkreis, der, wenn er am kleinsten ist, euch die Chance erhöht, dass ihr dieses Pokémon fängt. Dass es drin bleibt. Und ja, dann gibt es noch die lustige Tatsache, dass wenn ihr ein Pokéball vorbeiwerft, ihr den einfach zurückholen könnt. Also nicht, dass er dann direkt weg ist, sondern wenn ihr ganz schnell genug drauf tippt, dann bleibt er euch und ihr könnt ihn direkt nochmal werfen. Ja, dann gibt es noch, wie fange ich überhaupt viele Pokémon? Wie macht das Sinn? Und wie komme ich an neue und so weiter? Und was lohnt sich überhaupt? Da gibt es ja so bestimmte Buffs und wann sollte ich die benutzen? Also Buffs im Sinne von Items und so weiter. So, ich bin in einer relativ großen Pokémon-WhatsApp-Gruppe drin und da tauschen wir auch immer Erfahrung aus. Das Spiel ist ja leider so gebaut, dass man, beziehungsweise glücklicherweise so gebaut, dass man untereinander Erfahrung austauschen muss und so weiter und so fort. Und da wurde halt postuliert, dass es am sinnvollsten ist, ich glaube mit Level 8 oder so kriegt man einen sogenannten Lockduft, den man nur bei einem Pokéstop benutzen kann. Aus dem ihr übrigens auch dann später Superbälle rauskriegt und sowas. Und je nach eurem Level ist das geregelt. Und ihr müsst Folgendes tun. Holt euch ein Glücksei. Also, das müsst ihr nicht tun, aber am sinnvollsten ist, holt euch ein Glücksei, holt euch einen Lockduft, holt euch eine Rauchwolke und geht zu einem Pokémon-Stop, der gerade Lockduft anhat. Oder zu mehreren. Es gibt tatsächlich Stellen auf dieser Welt, das habe ich gepostet bekommen. Da sind locker mal 3-4 Pokestops in einem Bereich. Und wenn die alle mit Lockduft versehen würden, dann würde man da, kann man aus dem Kämpfen gar nicht mehr raus. So viele Pokémon kann man gar nicht kaufen, wie man da rausschmeißen muss. Und da kommen dann auch neue. Wenn ihr nur die Rauchwolke benutzt und umhergeht, habe ich die Erfahrung gemacht, kriegt man eigentlich nie Neues. Also nur welche, die man schon hatte. Das muss aber nicht unbedingt stimmen, weil den Rauch habe ich nicht nur einmal benutzt dafür und ich habe da keins bekommen, was neu war. Und ich habe nicht besonders viele gehabt. Halt nur diese kleinen Hornliu, Habitak, Scheiße, Radfratz, bla bla, die kamen da alle Raupi, aber nichts Tolles. Ja, und da sollte man die benutzen und dann sollte man, wenn man hat, ein Glücksei benutzen und diese ganzen Pokémon quasi zu Eich schicken, beziehungsweise, wie heißt der komische Professor in dem Spiel, keine Ahnung, damit man Bonbon rauskriegt und seine Pokémon entwickeln. Also nicht alle wegschicken, sondern wirklich ein paar behalten und die dann entwickeln. Das gibt EP ohne Ende, wenn ihr so ein Glücksei drin habt, sogar doppelt EP. Das Glücksei macht übrigens, dass ihr doppelt EP bekommt. Aber ja, das ist der Way to go. Da kriegen die Leute hier die ganzen Mega-Level zusammen und diese Mega-Pokémon, wo sie mit WP 1500 rumlaufen und so ein Schwachsinn jetzt schon. Und all so ein Kack. So, das sind die Fakten, die ich bisher über dieses Spiel weiß und die mir sehr geholfen haben, dann auch erfolgreicher zu sein bei meinen Pokémon-Odysseys in meinem Kaffir. Ja, jetzt ja noch die Sache zum Mewtwo. Sowohl Mewtwo als auch Arctos, Zapdos und Lavados sind legendäre Pokémon, genau wie Mew wahrscheinlich auch, und sind so in diesem Spiel wohl noch nicht einfach so fangbar. Es gab Gerüchte, dass die
nur zweimal pro Kontinent auftreten oder. Aber wenn man jetzt mal bedenkt, wie viele Leute dieses Spiel gerade spielen, wie viele Millionen. Ja, vielleicht Milliarden, okay, wollen wir mal nicht übertreiben, aber Millionen. Und keiner hat so eins gefunden. Also ist die Vermutung bzw. eigentlich schon klar, dass es diese Pokémon nicht einfach so zu fangen gibt, sondern tatsächlich über bestimmte Events oder als Bonus bei irgendwas, bei ein mögliches Event, wo es zum Beispiel was Besonderes geben könnte, wäre jetzt der Start von Pokémon Sonne und Mond. Dazu sei noch zu sagen, dass es wohl abhängig von dem Team ist, welchen Vogel man bekommt. Also Team Gelb bekommt dann eben Zapdos, Team Blau Arctos und Team Rot Lavados als mögliches Pokémon. Wie das jetzt genau vonstatten geht und so weitere Details sind alles nur Spekulationen. Da müssen wir wohl oder übel auf die guten Hersteller dieses Spiels warten, bis die endlich damit rausrücken, wie, wo und wann das funktioniert. Fakt ist aber, niemand hat eins gefangen und da es jetzt noch nicht passiert ist, wird es auch wahrscheinlich nicht mehr passieren. Es kursierte dieses Foto in dem Internet von Burger King. Das war aber wohl nur eine Werbemaßnahme, weil dieser Mewtwo, der hier zu sehen ist, ist eindeutig aus dem Super Smash Bros. Spiel und ist reingefotoshoppt und dazu auch noch sehr schlecht reingefotoshoppt worden. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt vom Burger King Marketing-Aktion war oder nur von irgendeinem dummen Pimmel, der meinte, er muss jetzt hier cool tun und das mal rein Photoshop und sagen, er hätte ein Mewtwo gefunden. Aber naja, dazu, das sind auch nur Spekulationen. Aber macht euch darüber keinen Kopf. Legendäre Pokémon gibt es nur bei Events, von denen wir mit Sicherheit erfahren werden. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und macht's gut.